Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück bei The Town of Light, in der Nervenheilanstalt des Grauens. Ja, und wir sind jetzt im vierten Kapitel. Wir haben mittlerweile herausgefunden, dass wir in dieser Badewanne von einem Pfleger vergewaltigt wurden. Aber ich habe so das dumpfe Gefühl, dass das noch nicht das einzige Geheimnis war, dass wir hier noch lüften werden. Aber es ist wieder Tag. Wir können hier sogar die Fenster öffnen. Wir haben die Nacht also überstanden. Und wir können jetzt hier sogar... Ich höre Stimmen. Oh oh. Sind wir hier etwa doch nicht gänzlich allein? Hallo? Ah, das ist der Gang, durch den wir gekommen sind. Das sieht wie ein Umzugsraum aus. Eine Umkleide. Und hier ist ein Brief. Sehr geehrter Herr Direktor, ich arbeite nun schon 5 Jahre in dieser Anstalt. Ich bin ein einfacher Mensch, habe nicht studiert und ich schäme mich, weil ich Ihnen schreibe. Ich versuche immer nach vorn zu blicken. Manchmal ist das, was zu tun ist, nicht leicht. Aber es muss getan werden. Das verstehe und akzeptiere ich. Wir haben keine andere Wahl. Ich schreibe Ihnen aber trotzdem, denn da ist etwas, was nicht länger hinzunehmen ist. Ich habe Kenntnis davon, dass einer von uns den Patientinnen, besonders den ganz Jungen und Verwirrten, zu viel Aufmerksamkeit widmet. Da dieses Verhalten so gravierend ist, habe ich entschlossen, Ihnen zu schreiben. Ich bin überzeugt, dass Sie empört reagieren und Maßnahmen treffen werden. Hochachtungsvoll. Ja, wer den Brief geschrieben hat, das erfahren wir nicht. Aber es ist zumindest aufgefallen, ja, dass einer der Mitarbeiter sich hier vergangen hat. Wir können ja gucken. Ah, die Spinntür ist leider herausgerissen. Wir erfahren... Oh, ist das Blut? Das ist Blut. Und hier ist ein Schloss davor. In diesen Spind kommen wir also erstmal nicht herein. Ja, wir erfahren von Heben, wie er heißt. Aber nicht von dem... Ja, von dem, der dem Direktor schreiben wollte. Und anscheinend ist der Brief dann auch wohl nie angekommen. Aber der Brief scheint erstmal das Highlight zu sein. Wobei, jetzt haben wir hier noch eine andere Seite. Na gut, hier erfahren wir erstmal nichts mehr. Wobei, wir haben ja jetzt gerade schon etwas erfahren. Nämlich, dass sehr wohl bekannt war, dass hier die Patientinnen angegangen werden. Oh Gott, das ganze Bett ist voller Blut. Oder sind das Rostflecke? Ich weiß es nicht. Ich meine gerade Schritte gehört zu haben. Was haben wir hier? Ah, okay, hier wurde wohl die Wäsche aufbewahrt, wenn täglich oder wöchentlich die Zimmer neu bezogen wurden. Ja, ebenso wieder
Ein altes Zimmer. Oh Gott, verrost. Was war das? Oh Gott. Sie war während dieser schlimmen Visiten bei René. Sie gab ihr die Kraft, alles zu ertragen. Wer ist sie? Ist damit Charlotte gemeint, unsere Puppe? Ich sollte erstmal nach hinten gehen, vielleicht finden wir da noch etwas. Wieder ein Fenster zum Hof. Ansonsten nur verrostete. Achso, das ist Glas. Ich habe mich schon gewundert, warum das so verwischt aussieht. Ein paar alte Bücher. Und wieder ein Zimmer. Alt und verlassen. Und auch hier ist wieder diese Zeichnung an den Wänden. Mich würde mal interessieren, wer das hier angebracht hat. Mich würde auch mal interessieren, wie wir jetzt hier weiterkommen sollen. So, ich schnapp mir noch mal die Karte. Na gut, die bringt mich gerade nicht weiter. Ich werde da drüben mal die andere Seite ausprobieren, ansonsten gehen wir nach oben und schauen doch mal bei Charlotte vorbei. Oder kommen wir jetzt hier hinten vielleicht sogar raus? Nee. Obergeschoss. Nervenheilanstalt, Röntgenraum, chirurgische Abteilung, gynäkologische Abteilung, Patientenarchiv, medizinisches Archiv. Okay, da sollten wir auf jeden Fall mal vorbeischauen, zumindest im medizinischen Archiv. Ah, was haben wir hier nochmal? Einen Dia-Raum. Okay, ein Bild vom ganzen Gelände. Ein Bild vom Haupthaus, glaube ich. Auf dem Dach sitzen drei Leute. Hallo? Ich habe gerade schon wieder etwas gehört. Noch einmal die ganze Anlage. Man könnte meinen, da vorne im Fenster steht jemand drin. So, nochmal ein paar Fenster. Aber auf den ersten Blick erkenne ich nichts. Okay. Hier ist auch nichts drin und da auch nicht. Wir müssen dann wohl wieder zurück in die erste Etage. Charlotte hatten wir ja hier hinten geparkt. Und da ist sie auch noch. Also Charlotte hat sich schon mal nicht vom Fleck weg bewegt. So, hier kommen wir nicht weiter. Dann bleiben eigentlich bloß noch die Doppeltüren da vorne. Denn hier hatten wir ja soweit eigentlich schon alles. Nee. Oh, hier haben wir noch einen.
noch ein Zimmerchen. Oh, alte Röntgenaufnahmen. Was auch immer das darstellen soll, es sieht sehr komisch aus. Schon ziemlich creepy. Dokument über Patientenverlegung. Janti, Clemente, Fulucci. Aber auch sonst wieder nichts, was uns irgendwie weiterbringt. Aber wir haben ja einen neuen Anhaltspunkt zumindest. Okay, ein ganz kurzer Flashback. Und was haben wir hier? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Eine Anleitung, wie man Hände amputiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum macht man sowas? Warum? Was hat es mit dieser Apparatur zu tun? Ist das jetzt ein Rätsel hier? Ein alter OP-Tisch. Ja, wie immer keiner der saubersten. Was haben wir hier? Na, da war wahrscheinlich mal was drin. Aber das kann man nicht mehr sehen. Was haben wir hier hinten? Ist das eine Anleitung, wie man eine Lobotomie durchführt? Das sieht so aus. Er bohrt ihm in den Schädel. Das sieht nach einer Lobotomie aus. Eine Lobotomie, ja, für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was das ist, ist eine mittlerweile verbotene Operation, die man noch bis ins 20. Jahrhundert durchgeführt hat. Dabei wird das Gehirn an verschiedenen Stellen irreparabel geschädigt. Und damit wollte man Geisteskranke heilen, indem man sie quasi geistig auf das Niveau eines behinderten Kindes zurückstuft, das einfach nur noch vor sich hin existiert, das kaum noch Wahrnehmung hat. Und deswegen wurde dann diese Operation auch später verboten, weil erstmal nachweislich bringt eine Lobotomie nichts. Und diese Geisteskrankheiten, viele von denen, die man früher diagnostiziert hat, kann man heute auf wesentlich simplere und vor allem auch erfolgreichere Varianten heilen und muss dann die Menschen nicht einfach emotional und menschlich zum Krüppel schlagen. Was haben wir jetzt da hier? Die halbruhigen Patienten. Oh Gott, das klingt schon so nach Terror. Aber so eine Lobotomie ist nichts Schönes. So viel dazu. Aber gerade fehlt mir so ein bisschen der Punkt, wo wir jetzt weiterkommen sollen. Ich gehe nochmal nach unten. Und zwar da hinten in die Abteilung, in der ja alles angefangen hat. Und wir können auch nochmal ins Bad gehen. Vielleicht ist hier ja auch noch was passiert. Vielleicht schalten wir ja so eine alte Erinnerung frei. Nee, hier kommt man halt nirgendwo raus. Und dementsprechend kommen wir auch nicht weiter. So, wir gucken uns das hier alles nochmal an. Okay. Standen hier nicht bis eben noch Betten drin? Hä? Nee, ich hab doch jetzt nicht. Oder habe ich einfach in die Räume noch nicht reingeguckt? Okay, hier sind Betten drin. Hier vorne die beiden Räume sind leer. Was? Die waren doch jetzt eben noch leer.
Oder hat er jetzt einfach nur gerade die Textur nicht geladen und das ist jetzt ein Fehler vom Spiel? Oder soll uns das so ein bisschen Wahnvorstellung vortäuschen? Gehen wir in die gynäkologische Abteilung, in den ersten Stock. Ah ja. Ich habe jetzt mal einfach H für Hilfe gedrückt. Die gynäkologische Abteilung. Also Frauenheilkunde mal in Anführungsstrichen. Ja, hier wurde ihr dann das Kind entfernt. Ambulatorium, Ambulatorium, Ambulatorium. Wir haben da vorne ja eine Karte an der Wand, da können wir ja drauf schauen. Wo ist hier die gynäkologische Abteilung? Ah ja, die 4. Ah ja, und die 4 ist direkt der Raum hier. Wieso? Ja, super. Das ist genau der Raum, an dem ich jetzt wohl die ganze Zeit vorbeigelaufen bin. Ja, der berühmte Frauenarztstuhl. Und hier liegt auch was drauf. 21.08.1938. Vertraulich. Lieber A, ich weiß, was du über diese Dinge denkst, und daher mache ich dich auf die Patientin René T. aufmerksam. Auf dieses arme Mädchen wurde nicht genügend aufgepasst, und da ist das Malheur im Park passiert. Sie ist fast am Ende des dritten Monats. Die Krankenschwestern müssten besser Acht geben. Ich werde das Mädchen am 28. untersuchen. Ich kümmere mich drum, keine Sorge. Wir wollen es ja nicht schlimmer machen, als es ohnehin schon ist. Dann sagten sie, dass René verrückt sei, das ganze Böse in ihrem Kopf sei. Pass auf, Mädchen, pass auf. Ich hatte Angst und sprach mit niemandem über das Böse, nur mit ihr. Nicht einmal mit dem anderen Arzt. Er berührte René nie, er schrieb nur. Du kannst mir alles sagen, hab keine Angst, sagte er. Alles wird gut. Möchtest du wissen, was ich schreibe? Ich schreibe, was ich von dir sehe. Alles, was ich sehe. Er hasste René nicht, hat immer versucht, ihr zu helfen. Aber er hatte sie nur selten untersucht in diesen kleinen Räumen. Ja, hier sehen wir jetzt ein Handbuch zur Gynäkologie. Sieht schon ein bisschen eklig aus, ne? Wenn man mal so drüber nachdenkt.